So, Leute, dann lasst uns mal ein paar Sachen ausprobieren heute, ne? Settlers United. Also gehen wir mal auf meinen Desktop. Herzlich willkommen auf meinem Desktop. Wir klicken mal hier auf Settlers United. Hallo Pilgrim, grüß dich. Oh, vielen Dank, Tier1Sub. Nice one. So, haben wir hier die neue Lobby. Momentan laufen zwei Siedler 4 Spiele und zwei offene Lobbys gibt es für Siedler. Was? Karte Alien 2.0? Irgendwas Spezielles. Wer spielt hier gerade? Blondie, Profiler, Marvin, Sunny, Askusla, Trickster, kenne ich alle nicht. Gut, Marvin kenne ich. Ernstfall, ich kenne die auch nicht. Okay, ist auch wurscht. So, die spielen eine Metzel, die spielen irgendeine Random. Oh, halt, da will ich nicht hin. So, ich möchte jetzt gerne bei mir weiterspielen und dafür gehe ich auf Neues Spiel, Siedler 4. Ich muss mich auch erst reinfinden. Einzelspieler Saves und finde meine Saves nicht und das ist schon mal scheiße. Also gehe ich auf Mehrspieler und aha, bei Mehrspielers, warum auch immer, privates Spiel, finde ich mein Save Game von letzte Woche. Ja. Da will ich hin. So. Und was passiert jetzt? Hallo, Autschen. So. Kann ich eigentlich schon spielen? Das Spiel läuft. Ich kann nichts tun. Also es ist wohl nicht so gut, einen Save von der Enhanced Edition zu nehmen und da mit dem anderen Mod weiterzuspielen. Aber ich kann ja in der Enhanced Edition nicht weiterspielen, weil Kevin das Ding letzte Nacht deaktiviert hat. So, dann drücken wir jetzt hier auf OK und dann können wir trotzdem weiterspielen. Gut. In diesem Sinne, Leute, herzlich willkommen zum Siedler Chillout Sonntag, wobei ich überhaupt nicht chillen kann, wenn ich nicht weiß, wie es beim Basketball gerade steht. Foul, ich lese nur Foul, 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 Foul. Das ist ein sehr hitziges Match. Ballverlust. Jawoll! Zwei Freiwürfe getroffen. Nice. 71,59. Passt. So. Okay. Also, Leute, wir haben den großen Angriff abgewehrt. Sind militärisch fast gleich auf mit den starken KIs. Lila wollen wir ja nicht angreifen, haben wir gesagt. Waren hier am Klauen. Haben wir noch irgendwie Diebe dastehen? Ich glaube, die hatte ich auch wieder geholt. Ihr könnt wieder Rote abholen. Und ihr habt die ganze Zeit Bretter geklaut. So war das, genau. Könnt euch jetzt auch näher hier hinstellen. Das war alles ganz toll und dufte und so. Aber ich habe das im Prinzip ja auch gar nicht mehr gebraucht. Da machen wir hier noch einen Turm hin vielleicht. So, und dann wollte ich jetzt halt mal gucken, bergtechnisch, oh ja, wieder ein bisschen reinfinden. Also, Kohle, Eisen sieht ganz ordentlich aus. Gold nicht so. Hier könnte man noch eine Eisi bauen. Gold ist ein bisschen schade, ne? Gold. Was ist eigentlich mit dem Dieb da los? Jo, aber an sich, ich muss da durch, ne? Ich brauche den Platz. War ja toll, von euch geklaut zu haben. Was haben wir denn militärisch da stehen? Viel zu wenig Schwertkämpfer. Schon mal nicht so gut. Wir mussten aber den dicken Fight abwehren. Also gehen wir jetzt auf
50-50. So. Du bist bei Basketball raus. Okay, macht nichts. Das ist das Viertelfinale im Pokal. Also so wie ähnlich wie im Fußball-Pokal. Wer verliert, ist raus. Wer gewinnt, ist eine Runde weiter. Der Unterschied zum Fußball ist im Basketball. Wer dieses Spiel heute gewinnt, der ist im sogenannten Final Four. Das ist in Berlin. Also die besten vier Teams. Und die spielen dann in zwei Tagen aus, wer da Pokalsieger wird. Und das wäre insofern ganz geil, weil Crailsheim da noch nie teilgenommen hat. Und es sieht sehr gut aus. Es sieht sehr gut aus momentan, dass wir uns dafür qualifizieren. Wie gehe ich jetzt vor? Ich warte einfach und lasse hier noch ein paar produzieren. Habe ich Siedler? Ja, kann man ein paar Wohnen? Ja, wir können mal ein paar. So. Hallo? Uff, aktuell ist die spät. Na, ist egal. Geht noch weiter runter? Okay, nicht, dass es hier irgend so ein, neues Ding ist. Ich habe mir auch keine Changelogs durchgelesen und so weiter. Ich kann euch nichts sagen über Settlers United. Ich bin ganz froh, dass ich aus dem Projekt raus bin. Dass ich dafür keinen Support anbieten muss und so. Ich sag einfach, ich spiele damit und ob das geil ist oder nicht, überlasse ich euch. Okay, also Waffenproduktion läuft, Gold läuft. Naja. Naja. Die könnte aber auch besser laufen. Dann hauen wir nochmal. Das ist eine Gold. Dann hauen wir nochmal. Wir haben. Und ich habe jetzt übrigens wirklich beschlossen, ab nächster Woche streamen wir auch Anno 1800 auf der Zocker-Lounge. Das habe ich mir schon gekauft mit allen Add-ons, aber ich sage euch gleich, ich habe das noch nie gespielt. Das ist wirklich komplett blank, was dann da kommt. Ich weiß nichts. Ich hätte auch voll Bock auf Multiplayer in Anno 1800, mal so eine schöne Welt aufbauen und so. Richtig nice, richtig Bock drauf. Könnte cool werden. Hallo Tonic, grüß dich. Hallo Vanasmod, grüß dich. Da sind ja die Lachse auch da. Mensch. Cool. Und übrigens, wenn wir schon gerade bei Anno sind, gleich wieder der Verweis zurück zu Siedler 4. Also ich habe es ja gestern schon im Stream angesprochen, aber der war ja so spontan, dass da nicht viele das mitbekommen haben. Es gibt ein neues Siedler-Turnier, wieder ein Zweier-Team-Turnier, also 2 gegen 2, organisiert vom SF-Clan, nicht von mir, auch das ist nicht von mir, was auch sehr schön. Wurde gestern angefragt, ob ich ein paar Spiele streamen möchte. Habe ich natürlich gesagt, yo, wenn ihr alles macht und ich nichts tun muss, dann kann ich gerne streamen. Das ging dann, glaube ich, klar soweit. Und dann kam natürlich auch die Frage, ey, wir haben dann wieder so eine Gruppenauslosung oder eine Playoffs-Auslosung. Ich habe keine Ahnung, wie die Regeln sind. Ganz ehrlich, ich habe mich damit noch gar nicht befasst. Ob ich das denn nicht wieder streamen möchte hier im Zocker-Lounge-Studio. Dann um Weihnachten rum und habe ich natürlich gesagt, es wäre mir eine Ehre tatsächlich. Jetzt brauche ich halt wieder irgendjemand, den ich einladen muss zu mir auf die Couch. Vielleicht hat der Handy nochmal Bock, keine Ahnung. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Ich habe 14.04 viel gezockt, ne? Aber wann war das, Anno 14.04? Also das hört sich schon so... 1400, das war schon so ewig. Nein, das ist halt mehr wie 10 Jahre her. Ist es immer noch so bei Anno, dass man am besten direkt ein Endlosspiel startet, Kampagne und so weiter, alles den Hasen gibt, braucht kein Mensch, Endlosspiel, ne?
Wer dann natürlich erstmal, in 1800 ist die Kampagne gut. Wer dann natürlich erstmal, ja, was weiß ich, die erste Runde endlos spielt, wird dann natürlich erstmal so eine Testrunde sein, um erstmal die ganzen Mechaniken zu verstehen. Und dann vielleicht dann nochmal, dann kurze Zeit darauf später nochmal Neustart. Und dann am besten direkt, keine Ahnung, wie viel Multiplayer, wie viele Leute gehen denn da rein? Also dann irgendwie eine Gruppe zu haben, wo man wöchentlich dann. Oh, ein Angriff. Wo man dann. Ja. Eine nette Runde starten könnte mit Anno. Das war doch vielleicht cool. Hast du Anno 1602? 1602 war vor, ne? Also ich habe das allererste Anno gespielt und ich habe Anno 1404 gespielt und zusammen nichts gespielt. Tatsächlich nicht. ...1602 war das erste. Okay. Ich weiß nur, wenn du alle vier Zahlen addierst, muss immer 9 rauskommen. Sonst ist es kein Anno. Das ist so der Running Gag bei der Anno-Serie. Immerhin, das bringe ich zusammen. Ich nehme jetzt die Türme hier ein. Genug geklaut. Hallo Flo. Hallo DeVito Man, falls ich noch nicht begrüßt habe. Und natürlich auch hallo Kevin, falls ich das vergessen haben sollte. Jetzt habe ich tatsächlich mehr Gold. Naja, das wird schon. Ich behaupte mal, ja, ich habe eh gewonnen. Was soll noch passieren? Was macht denn eigentlich meine Kampfkraft? Oh, die ist GG. Die ist nicht gut. Das sollte man... Mal wenigstens ein bisschen was probieren. Mission 7. Glaube ich. Hier mal ein bisschen Platz. Episch. Hier ist blau. Ist blau stark? Ja, blau kann man auch direkt angreifen. Was muss ich überhaupt tun? Nimm als Kapitän morgen die Stadt Gor ein, besiege die Atlanta und die Legionen und sammle 500 Baren Gold. Ui. Mit dem bisschen hier? Aber jetzt liegt da wieder... Hier ist gelb direkt dran. Den könnten wir auch mal besuchen. Aber sag mal noch erstmal Hallo zu Blau, weil Blau hat mich die ganze Zeit angegriffen. So, da unten können wir auch wieder Häuser bauen.
Und wir brauchen ja auch nichts mehr klauen. Es ist doch jetzt eigentlich auch wurscht. So, euch zurückverwandeln. Aha. Rein da. Kommt kein... Natürlich kommt auch noch ein Age of Empires Community Event. Müssten wir eigentlich auch nächste Woche machen, ne? Hm, vielleicht am Samstag? Habt ihr alle Samstag Zeit? Kevin, Samstag, Community Event, Age of Empires? Falls du noch da bist. JP wird sich freuen. PJ? 22. Ja, logisch. Das heißt wohl ja. Also, dann wisst ihr Bescheid. Nächste Woche Dienstag, Timberborn. Nächste Woche Donnerstag, Anno 1800. Nächste Woche Samstag, Age of Empires. Community Event Part 2. Sonntag, Siedler 4. So. Wo habe ich keine Zeit? Oh, Priester tötet die Priester. Wer hat Mana hier oben? Zu viel offensichtlich. Läuft doch easy going hier. Ich glaube, ich bin aber auch kurz vor knapp vom Siedlermangel. Muss ein bisschen aufpassen. So, ich glaube, die Mission hier, die können wir relativ zügig beenden und dann geht's ab. Vielleicht. Aber noch 500 Barren Gold, ey, schnarch, das kann noch ewig dauern. Ich gehe ab hier auf Only Schwerter. Hier ist ja schon... Ey, mein Esel hat sich bewegt. Was ist denn da passiert? Ist das auch blau? Hier ist gelb. Greife auch noch gleich gelb an. Oha. Wir triggern einfach alle. Abreißen.
Generäle? What the fuck? Ja gut, stopp. Wo ist eigentlich grün? Der muss auch noch ein bisschen leiden. So, der Tempel gehört mir. Der auch. Wunderprächtig. So. So. Hört auf mit... Ich baue eh schon L... Ach, ich baue L2er. Deswegen, weil ich so wenig... Okay. Und jetzt haben wir so viele Waffen, jetzt bildet man eigentlich dann auch L1er aus. Zumindest mal Schwerter. Bögen, wenn schon, aber nur L3er. Wo auch immer hier kämpft. Ach, grün. Na, nice. Da bist du ja. Ich suche dich. F7. Soll ich denn hier auf 500 Gold kommen? Mit Mana? Habe ich nicht Schwerter? Achso, die kommen erst. Hm. 95 KK. Also ich weiß, dass am Anfang hier in der Mitte Gold lag. Ob das da noch liegt, mal sehen. Mit meinen 3 Goldminen 500 Gold? Wie soll das gehen? Haben die hier Berge auch nicht, ne? Bis jetzt nix, alles trocken. Aber Hauptsache Schiffe.
Es ist auch nicht so, dass ich jetzt hier aufhören könnte, Truppen zu bauen, ne? Ist noch zu früh. Da ist noch... Gelb hat auch noch was. Gelb baut aber nichts. Gelb ist nur Abwehrbollwerk, oder? Wenn ich wüsste... Ja, toll. Wer ist denn hier wer? Mal, steht das da dabei? Goa, okay. Und Gelb muss ich auch besiegen, ne? Zeonen. Gelb. Und der Rest ist egal. Also Gelb und Blau. Statt Gore. Okay, und das wird dann die Verteidigung davor sein, ne? Die Gelben. Ist okay. Was haben wir jetzt mit der Burg da? Angreifen am besten. Ich sag euch, ich freue mich richtig auf Anno jetzt. Es ist ja, bei Anno, es gibt's ja jetzt schon ein paar Jährchen und ich habe immer so gedacht, scheiße, ich habe den Anschluss verloren. Und da kommen die ganze Zeit neues Add-on und so weiter. Wo steigt man da eigentlich ein? Und es gibt aber auch immer schön von Ubisoft, um den Preis natürlich oben zu halten, immer eine Kollektion, die alles beinhaltet. Und jetzt haben wir gedacht, ey komm, Preisgold. Wenn Siedler eh gerade so schwierig ist, sag ich mal. Also motivationstechnisch schwierig ist, dann probier es jetzt halt mal aus. Als Quereinsteiger im Jahr, also dann fast 2022, das erste Mal Anno spielt. Weiß nicht, 4 Jahre nach Release? Also eine Mauer hätte ich gehabt, falls er mich nochmal irgendwo angegriffen hätte. Hat er ja nicht. Ich verliere hier alle Schwertkämpfer. Und produziere eh schon nur Blech. Aber ich mache die auch aus, ne? Die Dreier jetzt. Bögen, die schenken wir uns gleich mal ganz. Sind eh keine mehr da. Ja. Es hackt noch was drauf auf die Burg. Könnte reichen. Ganz knapp. Geht doch. Hey, ihr könnt gleich mal, wenn ihr hier seid, gleich mal hier unten angreifen. Habe ich gratis Gold nicht, ne? War vielleicht gar nicht schlecht, sonst gebe ich es nur aus. Wer kennt es nicht, ne? Gib mal, gib Frauen Geld. Dann ist es weg. Spaß. Übrigens, apropos meine Frau. Da hat sie wieder was eingefädelt. Von wegen, sie braucht einen neuen Staubsauger. Und, ich denk mir so, ja komm, bestelle ich ihn halt. Und dann sagt sie so, ich habe mir auch schon einen rausgesucht und in den Einkaufswagen gelegt. Du musst nur bestellen. Und ich denke mir nur so, ja, okay. Ich denke, man hat mir nichts, was habe ich mir gedacht? Ich habe mir nichts dabei gedacht. Drück auf Bestellen. Und dann sehe ich, sie hat sich einen Dyson V10 rausgesucht für 800 Euro. Was tut man nicht alles? Hauptsache, ich muss nicht saugen. Muss ich ja doch. Beziehungsweise, ich habe die Bestellung dann storniert und
kurz gegoogelt und habe ihn dann für 500 Euro bestellt. Aber ist trotzdem teuer. Wehe, das Ding taugt nichts.